Hey, na Leute! Herzlich willkommen zurück! Final Fantasy XI steht wieder auf dem Plan. Und dieses Mal machen wir eine Tour durch Sandoria. In Sandoria sind wir im letzten Part gerade angelangt. Ich hatte euch noch ins Mockhaus gelotst. Das werden wir jetzt aber direkt auch wieder verlassen, damit wir mit der Tour loslegen können. So. Eine Sache noch, bevor es jetzt losgeht. Wir haben noch ein paar Objectives übernehmen können. Schaut also bitte mal in die Objectives unter Tutorial und dann Synthese. Und zwar können wir hier Carpeting oder Carpenters Guild, Blacksmith Guild und Tanners Guild annehmen. Die finden wir nämlich in dieser Stadt. Gut. Und dann können wir auch loslegen, denke ich. Direkter Mockhaus-Ausgang hier. Steht Humor, ich weiß es nicht. Und das ist der NPC aus dieser Stadt, der uns die ganzen Marker auf den Karten setzt. Das heißt, das nehmen wir doch gerne mal mit. Übrigens, wo ich das gerade gesehen habe, Immigration wurde da gesetzt. Der ganzen Westen. Wenn ihr die Nation wechseln wollt, dann könnt ihr das, wenn ihr gerade keine Mission laufen habt, indem ihr zu diesem NPC geht, wo Immigration dran steht. Da wird dann ein Schlafzauber auf euch gezaubert und ihr im Prinzip vergesst ihr alles aus eurer alten Nation und werdet dann hier in die Story reingeworfen, als würdet ihr gerade ein neues Spiel anfangen. Nur halt in dieser Stadt. So. Das hätten wir gerade geschafft mit den Markern. Wenn wir aus dem Mockhaus Abschnitt hier rauskommen, ist dann direkt neben uns der Homepoint Nummer 3. Den direkt mal anklicken, um ihn zu registrieren. Genau, dann können wir hier Gondebo ansprechen. Das ist der Trust-NPC dieser Stadt. Und bevor der uns jetzt irgendwelche Trust gibt, müssen wir wieder seinen Quest machen, aber das ist dieses Mal ein bisschen kürzer gehalten als das in Windows, wo wir zu Kupipi mussten und wieder raus und dann wieder rein zu Kupipi. Wir müssen hier jetzt einfach nur den anderen NPC ansprechen und das war es dann schon. So, der hat uns jetzt eine rote Institutkarte gegeben. In Windows haben wir schon die grüne bekommen. Ihr merkt vielleicht, Windows ist grün, Sandoria ist rot und Bastok wird dann blau sein. So, und hier haben wir noch auf der anderen Seite der Fontäne diesen Amutial. In dieser blau-grauen Rüstung, sag ich mal. Und der gibt uns auch einen Quest. Wie in Windows wird uns einfach wieder eine Badge angesteckt mit Koordinaten. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen Grund, die ganze Stadt zu durchlaufen. So, in der Taverne hier, direkt nebenan. Also, nordwestlich? Ja, nordwestlich. Von der Fontäne. Das ist die Lion Springs Tavern. Das könnt ihr schon mal merken, das ist relativ wichtig. Die brauchen wir nochmal später. Ist hinten rechts ein Geiker namens Dagao. Und dem zeigen wir unsere Badge. Und er zeigt uns seine Badge. Schön. Story of my life. Genau. Weiter geht's dann, indem wir die Straße wieder entlang laufen. Das hier ist irgendwie sowas wie die kleine Shopping Street für neue Abenteurer. Also hier gibt es Ausrüstung und Waffen zu kaufen, falls ihr Bedarf haben solltet. Brauchen wir gerade nicht, aber ja, wäre hier. Wir laufen einfach zum nächsten Homepoint da vorne. Hier war das Tor, in das wir, durch das wir die Stadt betreten haben. Und genau, hier ist der Homepoint. Schön. Und der, ich glaube, der Othair ist das. Ja. Dem zeigen wir die Badge. So. Hier jetzt geradeaus, da laufe ich gerade erst nochmal nicht hin, ist das Auktionshaus. Aussieht Sandoria. Wir laufen aber gerade mal direkt am Homepoint hier diesen Gang hinein. Das möchte ich euch nämlich einmal zeigen.
Und zwar gibt es hier die Chocobo-Stelle. Das heißt, wenn ihr meinen Chocobo mieten wollt, das ginge hier. Und bei diesen Chocobo-Stellen wäre auch der Beitritt zur Chocobo-Rennbahn aus Sandoria. Also, wir gehen einen anderen Gang wieder raus und sind dann auf der anderen Seite des Auktionshauses. Lauft mal geradeaus weiter, bis auf diese grüne Wiese hier. Und die beiden NPCs unter diesem Baum, der jetzt so wunderbar festlich weihnachtlich geschmückt ist, das aber nicht unbedingt sein muss, je nachdem, was gerade für, ja, für Events laufen oder auch nicht laufen. Die beiden NPCs, beide ansprechen, beiden zeigen wir die Badge. Genau, und wieder zurück, runter von dieser Wiese. Hier gibt es noch den südwestlichen Ausgang nach Bestronfort. Und direkt an diesem Ausgang gibt es natürlich auch einen Homepoint. So. Hier gibt es noch die Rolandienne. Die braucht ihr jetzt nicht ansprechen. Ich will sie euch nur zeigen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind sehr viele Bots gerade unterwegs, die sich direkt auf diesen NPC porten. Da könnt ihr Sparks umtauschen, wenn ihr wollt. Und die Urbiolin daneben ist für die Unities zuständig in Sandoria. Und falls Bedarf bestehen sollte, die Violet unter diesem Baum direkt am Homepoint, bei der kann man Karten kaufen. Brauchen wir nicht, wir sind schon gut eingedeckt. So, zurück auf die Straße. Geht's hier noch ein Stückchen weiter hoch, die Treppen? Und hier gerade sehr gut versteckt hinter diesem Baum ist der NPC Deraquian, dem wir auch wieder unsere Badge zeigen. Und ich glaube, damit sind wir hier schon durch. 5 Boreal sind es. Wir hatten eine Tavern, 1, 2, der kleine Junge, 3, 4, die beiden, die hier am Baum standen, 5. Wunderbar. Wenn wir jetzt aber noch ein Stückchen hier weitergehen, die Straße entlang, finden wir noch einen Homepoint. Und neben diesem Homepoint, das nächste Gebäude auf der linken Seite, ist die Tanners Guild. Ihr könnt unten bleiben, ihr müsst hier unten in die Tür rein. Und ich versuche mal die VP. Yes, die ist richtig. Da könnt ihr euch registrieren, ihr kennt das Spielchen. Und wir haben das Objective dann erfüllt, das ist doch das Wesentliche. So, wieder raus. Und wir laufen das Stückchen jetzt einmal zurück. Ich habe überlegt, ob wir uns zurückporten, aber ich glaube, das ist gar nicht übel, wenn wir auch mal ein Stückchen laufen, damit ihr ein besseres Gefühl von dieser Stadt bekommt. So, auf diesem Victory Square seht ihr schon, nach Norden geht es, nach Northern Sandoria. Das heißt, direkt hier vom Auktionshaus biegen wir Richtung Norden ab und kommen dann in das nächste Gebiet dieser Stadt. Wir sind jetzt auf dem großen, ich nenne es mal Festival Square, direkt vor dem Schloss. Ihr seht schon, das ist sehr prunkvoll geschmückt hier alles, je nach Event. haltet euch mal direkt rechts, folgt mir der rechten Wand so in etwa. Ihr seht hier schon, hier ist ein Konsulat. Es ist aber das Bastok-Konsulat. Wir suchen das Windows-Konsulat. Wir wurden zu den Konsulaten geschickt. So, wenn ihr aber weiter dieser Wand folgt, kommt ihr früher oder später zu diesem Homepoint und hier ist ein Mockhaus. Ja, hier ist ein Mockhauseingang. Nur damit ihr Bescheid wisst.
So, genau. Ein Stückchen weiter. Seht ihr die Kathedrale von Sandoria? Die Sandorianer sind sehr gläubig, also haben die natürlich auch eine große Kathedrale mit einem eigenen Papst und allem. Und hier zwischen Kathedrale und Schlosseingang steht der NPC Malokedil, dem wir unsere Badge zeigen können. Also vor dem Eingang zum Schloss, zum Chateau, haben wir noch einen Homepoint. Und genau, hier an der Laterne, die Anila, der können wir unsere Badge noch zeigen. So. Und hier einmal rechts rum gerade. Da seht ihr das Konsulat von Windows, aber erstmal hier, ganz gut versteckt unter diesen... Ja, ich sag mal unter der Deko zurzeit. Die ja nicht immer da ist, aber ne? Hier steht Gion oder Gion. Ich weiß nicht, wie man sie spricht. Der wir auch die Badge zeigen können. Und weil wir in das Konsulat eh müssen, können wir da auch gleich mal vorbeischauen. Sprecht hier einfach mit Kiruze Moruze für eine Cutscene. Und wir begegnen doch endlich Lion. Oder Lion, ich weiß nicht. Ich nenne sie gerne Lion eigentlich, weil sich das irgendwie ein bisschen weiblich anhört. Das ist die Tochter von Gilgamesh, die wir suchen sollen von der Rhapsodies of Vanity Story dann aus. Falls ihr die Free Trial noch spielt, kann es sein, dass ihr ihr hier nicht begegnet. Aber das ist auch nicht so schlimm. Keine Sorge. Die haben das aber immer ganz schön kombiniert, sag ich mal. Ne? Die hat uns jetzt davon erzählt, dass die Orks hier gerade ein bisschen in ihr Unwesen treiben. Und wir stoppen sie jetzt nochmal und sagen, wir haben dich übrigens gesucht. Und erzählen jetzt davon. Na, also da haben sie den Kontext tatsächlich auch genutzt. Das finde ich sehr schön. Und sie sagt jetzt schon, ich treffe dich am Crack of Holler. Der Crack ist eigentlich egal. Wir können auch mehr nehmen, ganz ehrlich. Aber wir sollen erstmal unsere Mission fertig machen, ist der Punkt. So. Jetzt hier neben der Tür steht übrigens ein War Warlock, für den Fall, dass ihr Signet braucht. Gibt es im Konsulat. Und hier hinten mit der Casaroro sollen wir noch sprechen. Das ist unsere Konsulin, weiß ich nicht. Und ja, die sagt jetzt, wenn du schon mal hier bist, dann erledige doch etwas für uns. Oder etwas für Sandoria an dieser Stelle sogar. Und dafür sollen wir das Chateau, in das Chateau rein und mit Monalais Alver sprechen. Mit Halva. Und ich denke, das können wir auch direkt machen. Das heißt, wir werden jetzt in dieses Chateau hineingelassen. Chateau Doragil. Und wie soll es auch anders sein? Da drin können wir auch Leuten unsere Badge zeigen. Also werden wir das auch gleich noch mitnehmen. So, bevor ihr jetzt hier irgendwie weglauft, sag ich mal. Wartet einen Moment, die NPCs spawnen gleich. Und da steht schon der Halva, mit dem wir, oder Alver, mit dem wir reden sollen. Wir zeigen zuerst die Badge-Prioritäten, ne? Und wenn wir nochmal ansprechen, dann kommt jetzt das Gespräch wegen der Story. Genau, wir sollen den Gelspa Outpost nordwestlich von Sandoria infiltrieren und den Warchief Vadgit besiegen. Das werden wir noch gerne tun. Und
Er vertraut uns noch eine Cypher von sich selbst an. Diese Cypher bekommt ihr nur, wenn ihr nicht die Free Trial spielt, beziehungsweise wenn ihr Rhapsody so weit genug habt. Also, nicht wundern, falls ihr die nicht bekommt, dann kann es daran liegen, dass ihr Rhapsodies of Vanadil noch nicht weit genug geprogressed habt, noch nicht in Nork wart bei Gilgamesh und Co. So. Aber, okay, wir haben ihm die Badge gezeigt, wir haben die das Story-Gespräch hier geführt, alles gut. Dieses Areal ist nicht sonderlich groß, verlauft euch nur bitte nicht. Vom Eingang aus, auf den Thronsaal guckend, biegt ihr rechts ab. Und dann genau geradeaus weiter in die Temple Knight Quarters. Hier ist Kyria. Der zeigt dir eure Badge. Und wieder raus und geradeaus rüber in die gegenüberliegende Tür. Hier ist Drahal. So, wieder raus und dann direkt nach links rum. Also bevor ihr jetzt wieder hier in Richtung der Eingangshalle zurücklauft. Hier zwischenlang. Und wenn ihr dann in dieses etwas offenere Areal kommt, biegt ihr nach links ab. Und dann einmal rüber auf die andere Seite. Ich meine nämlich mit dem Performant muss man sprechen. Richtig. So. Und dann könnt ihr dem Weg hier weiter folgen, Richtung Westen. Und dem ganzen Weg halt Richtung Westen. Hier geht es in den Garten. In dir steht genau ein NPC und dem kann man auch die Badge zeigen. Das heißt, ich fasse zusammen. Halva, Kyria, Rahal, Performant und der hier gerade im Garten. Chavaldo. So, dann kommen wir wieder zurück. Wir halten uns einfach rechts. Und generell südöstlich. Bis wir wieder in der Eingangshalle sind. So, und um dieses Chateau zu verlassen, muss man mit dem NPC an der Tür reden. So, damit wäre das Chateau schon mal komplett abgehakt. In Südzandoya sind wir auch soweit durch. Ihr könnt jetzt dem Zaun an diesem Schlossgraben folgen. Nämlich der NPC, der hier hinten steht, dieser Ferropegion. Dem zeigen wir auch noch unser Badge. So, danach bitte einmal wieder auf den Weg. Und da links, im Westen, sind Buch und Homepoint. Da wollen wir hin. Das heißt, ihr folgt einfach dieser Straße. Geht dann durch das westliche Tor und dann biegt ihr direkt nach Süden ab. So, hier flattert das Buch herum. Einmal anklicken, um es zum Teleportationsnetzwerk hinzuzufügen. Selbe Sache mit dem Homepoint. Und wenn ihr jetzt hier noch dieses Stück runter geht, auf diese, ich sag mal, Wiese. Hier wäre ein Ausgang, der nach Westron vorführt, den wir auch bald nutzen werden. Aber erstmal, hier ist Exormil. Und mit dem sollten wir reden bezüglich des Trust-Questes. So, und hier ist es. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist ein bisschen unkomplizierter im Vergleich zu Kupipi. Weil es diesmal kein Tutorial-mäßiges ist. Jetzt geh mal vor die Türe und versuch mich mal zu rufen und dann komm wieder. Art gibt in diesem Quest. Sondern
Wir rufen jetzt einfach mal, er nennt es selbst disgraceful oder sich selbst disgraceful, an der Stelle sein anderes Ich disgraceful, ich weiß nicht. Aber er hat Spaß mit sich selbst, oh je. So. So, dieses Quest ist fertig. Damit haben wir auch das Records of Eminence Objective Obtaining Alter Ego und Sandoria abgeschlossen. Und wir haben die Sandoria Trust Permit erhalten. Nach der Windows Trust Permit. So. Jetzt bitte mal wieder den Weg ein Stück zurück. Wir müssen in diesen nördlichen Abschnitt noch hinein. Das heißt, am Homepoint die Treppe hoch, nach rechts und dann direkt nach links durch das Tor. Und ja, hier haltet euch einmal links. Wir bleiben erst einmal oben. Hier diese kleine Treppe hinunter. Ihr seht vielleicht schon, das ist eine Gilde, aber wir laufen erstmal weiter. Bleiben erstmal oben. Oben sind nämlich nur Shops für die Gilden. Beitreten kann man unten. So, hier an der großen Treppe nochmal oben bleiben. Der NPC, der hier steht, dieser Bertenon. Dem können wir unser Badge noch zeigen. Und damit haben wir auch 5 in diesem Areal durch. So, ihr könnt euch den Homepointer jetzt holen. Der hier unten an der Treppe steht. Und jetzt laufen wir hier unten in die Blacksmithing Guild rein. Wie gehabt in Südsandoria, einfach links die Tür. Den richtigen NPC rauspicken. Ich rate mal der. Nice, okay. Also, und das Objective ja auch erfüllt. Wir können da wieder raus. Wieder zurück Richtung Homepoint und auf dieses Tor da hinten zu gehen, aber noch nicht durch. Wir haben hier noch was zu tun. Wir haben hier nämlich jetzt noch die Carpenters Guild. Die ist auch noch hier. Und der NPC, den man ansprechen muss, um da beizutreten, steht praktischerweise direkt hier draußen. Das ist der Chipirudo. Chipirudo. So. Okay. Und hier hinten zwischen dem NPC und der eigentlichen Gilde stehen noch ein paar NPCs, die man auch nochmal ansprechen kann. Den Aureisch. Jedenfalls. Die beschweren sich darüber, dass sie ihren Kumpel ewig nicht gesehen haben. Der ist nur am Gamblen. Und das ist tatsächlich ein Quest, das wir damit bekommen haben. Wenn ihr jetzt hier auf Quest geht, ne, Current, dann ist das auf Windows gestellt. Ihr müsst erst durchblättern auf Sandoria. Das ist zweimal nach links. Und sie haben das Quest gar nicht bekommen. Okay, das. Wir haben aber den Text bekommen, den wir brauchen. Das heißt, wir gehen zurück zum Homepoint. Und müssen jetzt zu den Parade Grounds. Das heißt, wir porten uns einmal. Ihr könnt hier sagen Current Region oder Sandoria. Denkt dran, in der Stadt, in der wir gerade sind, ist das kostenlos. Wenn ihr von hier aus nach Windust teleportieren würdet, würde es euch was kosten. So, Süd-Sandoria und der Homepoint am Mockhaus mit dem M. Genau, jetzt sind wir wieder hier an dieser Fontäne. Und wir können erstmal dem Gondebo die Cypher geben, falls ihr sie habt. Der kann das nämlich genauso wie der kleine Tarotaro in Windust. Braucht dafür leider auch ein bisschen. Nicht ganz so lange, aber auch ein bisschen.
So, dann haben wir den Trustpulver gelernt. Und Exomir haben wir auch bekommen übrigens, ne? Falls ihr das mitbekommen habt. Von dem Quest. Ja, sortieren will ich. Genau. Sehr schön. So, und dieser Vache, der hier steht. Wenn den anspricht. Dann was? Die wollen, dass ich zu denen komme? Naja, gut. Dann gamble gegen mich. So, dann tradet ihr dem. 10 Gil. Gil traden könnt ihr, indem ihr hier oben in dem Trade-Fenster Gil geht. Und dann halt das auf 10 einstellt. So, jetzt gambelt man. Und er erklärt nochmal die Regeln und ja, wir haben verloren. Wir müssen gewinnen. Man kann es aber so oft man will wiederholen. Das heißt, das machen wir jetzt einfach, bis wir gewinnen. Okay. Wir haben gewonnen. Das heißt, er will sein Versprechen halten. Jetzt müssen wir aber auch das Quest offen haben, oder? Nein, es wird einfach nicht angezeigt. Okay. Egal. Aber, das heißt, wir teleportieren uns jetzt zurück nach Current Region, Northern Sandoria. Und ich glaube, es ist der letzte Raum. Mit Homepoint 4 ist der da oben, genau. Dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. So, dann können wir die NPCs gerade nochmal darauf ansprechen. Also, wie ihr seht, es gibt so ein paar Quests, die sind nicht geflaggt, wie sich das nennt. Die sieht man nicht. Aber bis jetzt haben wir hier zum Beispiel nur Trust and Lawyer fertig. Wenn wir jetzt den Oresh ansprechen, muss er sagen, ja danke dafür, dass du dich darum gekümmert hast. Ihr hört den Jingle. 2000 Erfahrungspunkte. Hier hätten wir jetzt auch die Karte von King Rompers Tomb bekommen. So, und jetzt steht's hier drin. Exit the Gambler. Unter Completed aber auch erst. Gut. So, wir sind jetzt hier ganz im Norden von Nord Sandoria. Und dann geht's weiter nach Port Sandoria. So, einmal kurz die Karte zeigen. So sieht Port Sandoria aus. Hier haben wir 3 Homepoints, seht ihr schon. Wir holen uns zuerst den ganzen Süden. Das heißt, wir halten uns einmal rechts. Hier seht ihr schon. Rechts Auktionshaus, links Airship Docks. Oder Luftschifflandeplatz. Wir wollen erst zum Auktionshaus. Und sogar auf das Auktionshaus. Auf dem Auktionshaus haben wir nicht nur einen Homepoint, der auf uns wartet, den wir direkt mal ansprechen können. Oder anklicken können. Wirklich sprechen tut er ja nicht. Und dann haben wir hier diesen Parkerin. Dem zeigen wir unsere Badge. So, der nächste Homepoint ist der am Hafen. Das heißt, wir müssen jetzt nach Norden. Ihr könnt entweder jetzt diesen Gang nach Westen wieder gehen und dann nach Nordosten, um zu diesem Homepoint zu kommen. Oder, das geht auch, man kann auch hier einfach durch diese Tür durch und durch diesen Cargo Room einfach den direkten Weg nehmen. Und da sind wir auch am Homepoint. So, einmal am Homepoint weiter geradeaus. Ist auf der linken Seite ein Pub. The Rusty Anchor Pub. Und hier gibt es einen NPC direkt rechts vom Eingang. Per Diovile. Irgendwie so. Der möchte auch noch die Badge sehen. So, wir können wieder raus. Und nahe dem Homepoint ist noch die Pomilla. Oder Pomia. Und wenn ihr jetzt dem Wasser ein bisschen folgt, ist hier direkt hinter dieser Säule der Shallow Doe, der ebenfalls die Badge sehen möchte.
So, und ihr könnt jetzt dem Weg nach Osten folgen. Ihr seht hier schon Regines Magic Mart. Und da wollen wir mal rein. Das heißt, einfach hier in diesen Gang hinein. Und dann hier links abbiegen. In diese kleine Treppe hinunter. Und hier hat die einen Shop, wo sie Magie verkauft. Und die Rügiet hier ist auch relevant. Die möchte auch die Badge sehen. Ich meine, damit sind wir dann noch durch, was die Badges angeht. Könnt ihr den Laden wieder verlassen, die Treppe hoch. Und jetzt hier diesem Weg weiter Richtung Süden folgen. Hier ist noch ein Homepoint. Der letzte. Hier wäre der Curio Vendor Mule. Kann ich euch jetzt ja mal zeigen. Der bietet dasselbe an wie der in Windows. Und das Angebot hängt davon ab, wie viele Rhapsodies, oder wie weit man in Rhapsodies ist, wie viele Rhapsody-Key-Items man besitzt. Und mittlerweile verkauft er was. Und hier ist dann auch die Medizin, die ich letztes Mal kaufen wollte. Da sind nämlich Prism Powder und Silent Oil. Brauchen wir jetzt nicht mehr, aber das wollte ich mir kaufen, das Silent Oil. Generell braucht ihr euch jetzt nicht mit Medizin anzudecken. Wir kriegen das schon hin. Wenn wir was davon brauchen, sage ich euch Bescheid. Ammunition, also, Usables, die man verbraucht, sage ich mal, sind das. Also wir haben hier Quiver für Pfeile. Und Shuriken sind da auch bei. Oder Bullets für Kugeln. Also, falls man schießen möchte mit Pistolen und ähnlichem, gibt's auch. Ninjutsu-Tools, falls man Ninja spielt, dann kann man Ninjutsu-Tools benutzen, um Ninjutsu zu zaubern, sag ich mal. Foodstuffs, hier gibt es ein bisschen an, ja, literally Foodstuff. Davon werden wir auch mal irgendwann was brauchen, aber das ist jetzt nicht so relevant, was man hier sich jetzt auch eindecken müsste, ne? Aber es ist halt für Buffs. Kennt ihr ja vom Anfang des Spiels, hier haben das Tutorial gehabt. Und Scrolls. Er gibt jetzt zum Beispiel Instant Warp. Wenn man sich schnell zurückwarpen möchte, kann man den mithaben. 500 Gil. Instant Re-Race, falls man weiß, man könnte demnächst irgendwann sterben, dann kann man das vorher benutzen. Dann kann man sich auf der Stelle wiederbeleben, wo man stirbt. Und Protect und Shell kann man sich ja auch selbst geben darüber. Einmalig halt, ne? Und unter Keys haben wir noch Chest Keys. Gut, das ist auch ganz aufregend. Dass man Chest Keys hier direkt kaufen kann. Da muss man die nicht erfarmen, falls man mal irgendwie eine Chest öffnen möchte. Oder wir werden auch mal so Chest Keys brauchen. Dann merkt es euch, die verkaufen das. Und Key Items verkaufen sie auch welche. Ab und zu. Nicht immer. In diesem Fall mal nicht. So, und wenn ihr die Treppe hier noch hochgeht, neben dem Curio Vendor Mugel, geradeaus ist ein Mockhaus. Und direkt rechts von euch ist der Greeter-Mogel für das Event, wo ihr die Login-Points ausgeben könnt, falls ihr da Bedarf haben solltet. Ich habe mittlerweile 400. Ich schaue hier gerade nochmal rein. Nee, ich glaube, ich lasse das. Ich brauche davon gerade nichts. Shantotto 2 hatte ich ja schon geholt. Denn dann noch schönes. Hier gibt es Ixion, die Items, die eine Note davor haben, das sind Mounts. Ihr könnt Mounts noch nicht benutzen, aber ihr könnt es euch theoretisch mal holen oder darauf sparen, wenn ihr möchtet. So. Und ja, lasst uns nochmal. Der Part ist eh schon, ja, über eine halbe Stunde lang. Dann können wir das jetzt auch noch machen. Nochmal nach Südsandloria ans Mockhaus porten. Damit wir dieses Quest, was wir eigentlich gerade gemacht haben mit den Badges, dass wir das abgeben können. Weil, falls ihr euch erinnert, hier an dieser Fontäne war der Quest-NPC. Der Amutial. So, damit haben wir unsere Red Sentinel Badge gegen eine Red Invitation Card getauscht.
die sich jetzt zu der grünen Invitation Card gesellt. Nur weil ich es euch nochmal zeigen möchte, wenn ihr jetzt in Südsandoria Homeport 1 nehmt, der hier am Ausgang ist, dann seid ihr nicht sonderlich weit von einem NPC weg, der euch Sachen abkauft. Das heißt, falls euch das in Windows immer zu weit ist, dann in Windows Woods zu diesem NPC dazu laufen. Ihr könnt auch einfach zu dieser Korua laufen, die hier steht, und sagen, ich möchte der was verkaufen. Und wir haben ja so ein bisschen was, das können wir ja gleich mal geben. Genau. Haben wir da mal ein bisschen Platz gemacht. So, und dann portet euch bitte zum Abschluss noch nach Nordsandoria um Punkt 1. Und an der Stelle machen wir dann im nächsten Part weiter. Ja. Damit herzlichen Dank fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit, fürs Interesse. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Erzählt anderen Leuten von diesem ganzen Projekt und kommt auf den Discord, wenn ihr Bock habt. Das Übliche, die Glocke solltet ihr anstellen, falls ihr keine weiteren Parts verpassen möchtet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, bye bye.